Battle, Leute. Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, ich muss die Kamera noch ein bisschen umstellen bei Gelegenheit, aber heute habe ich dafür echt keinen Sinn. Ich habe mir jetzt ein neues Stativ bestellt für die Videos hier oben auf Drachenvlog, also in meinem Fall hier oben. Den Drachenvlog-Kanal mache ich ja normalerweise jetzt hier, immer so auf der Couch. Habe mir jetzt auch ein zweites Stativ schon bestellt heute, oder gestern eigentlich, das müsste jetzt auch bald kommen. Dann habe ich auch endlich zwei Stative, das wurde schon lange Zeit. Und ja, heute kommt kein Video auf Drachenlord. Wer mich gestern auch, oder wer mich allgemein auf Twitter verfolgt, hat es gestern schon mitbekommen, dass ich geschrieben habe, dass ich total erkältet bin. Mir geht's echt richtig mies. Ich habe eigentlich gestern schon ein Video dazu gemacht, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, das Jahr fängt echt super an, gleich mit der Grieselgrätze völlig flach gelegen und alles, ey, voll für den Arsch. Ich habe auch überhaupt zu nichts Lust. Ich schaue gerade ein bisschen Gronkh nebenbei noch. Ich bin jetzt bei Folge 97 bei The Forest. Spiel nebenbei hier, lieg halt hier auf der Couch und habe hier meine Decke und alles. Und spiele halt nebenbei immer ein bisschen Wii U und alles, aber wirklich optimal ist es übrigens nicht, ey, es ist so viel Arsch. Ich habe es schon auf Twitter preisgegeben, wer mich auf Nintendo mal suchen will, beziehungsweise halt mit der Wii U mal suchen will und mich als Freund hinzufügen möchte. Wer Lust dazu hat, ja, solange er sich daneben benimmt, ist das alles kein Stress, so wie üblich halt. Meine ID ist Drachengames, also ich schreibe es euch oben mit rein. Und ja, darunter findet ihr mich auf jeden Fall. Ja, und so dürft ihr mich dann finden. Und ich bin total im Arsch, ich werde mich jetzt dann gleich hinlegen, noch ein paar Stunden. Für irgendwie entspannend, ich bin echt im Arsch, es tut mir echt leid. Ich bin seit gestern, liege ich jetzt total flach. Ich wollte eigentlich gestern den Drachenlord aufnehmen. Ich werde, wenn ich es schaffe, die Woche noch Freitag, Samstag, Sonntag, heute mal in dem Dreh. Wenn es mir bis dahin besser geht, werde ich ein kurzes Ausgleichsvideo machen, einfach so als Entschädigung. Ansonsten wird das schon wieder nächste Woche Mittwoch was kommen, weil ich bin echt total im Arsch. Und ich muss mich jetzt echt ausruhen. Ich hätte echt gedacht, dass ich jetzt, ich werde eigentlich, also richtig krank, so wie jetzt, werde ich eigentlich wirklich nur einmal alle 3 Jahre oder was. Und jetzt war ich das ganze letzte Jahr immer wieder mal krank, immer mal so 2-3 Tage. Alles nichts Scheiß gewesen und nichts halbes und nichts Ganzes und das war echt für den Arsch. Bis ich wieder gesund bin, wird wahrscheinlich auch nichts weiter auf Drachen-LP kommen. Ihr habt gemeint, ich soll, oder ein paar haben gemeint, ich soll in meinem Vlog-Kanal halt ein bisschen mehr über mich erzählen. Das kann ich gerne in Zukunft machen. Ich muss mir da bloß ein paar Themen zurechtlegen, beziehungsweise mein Tagesablauf. Ihr habt mich ja nach meinem Tagesablauf gefragt. Mein Tagesablauf, also normalerweise, wenn ich jetzt nicht krank wäre, würde jetzt halt so aussehen. Ich würde aufstehen, würde in aller Ruhe frühstücken, dann um 8:30 würde ich auf Arbeit fahren. Um 7:30 würde ich auf Arbeit fahren, dass ich dann um 8 ungefähr auf Arbeit bin, wenn ich nicht gerade ein Meeting habe oder sonst was. Nach dem Meeting würde ich dann nach Hause fahren, würde wahrscheinlich erstmal Mittagessen. Dann nach Mittagessen, so gegen 2 geht es dann nochmal los. Und dann bin ich so gegen 7 meistens zu Hause, manchmal auch gegen 6. Und ja, gegen 6, witzig. Gegen 6 Uhr abends bin ich dann oft mal zu Hause und dann mache ich noch ein bisschen was an meinen Videos oder zocke noch irgendwas oder lasse den Tag Gadget ausklingen. Das ist so mein allgemeiner Tagesablauf eigentlich. Wenn ich jetzt dann nicht gerade irgendwie, ich habe 2 Tage die Woche, dann mache ich Büro. Das heißt, ich mache da diverse Geschichten von Finanzmanagement und so weiter. Da muss man ja auch die Finanzen muss man klären, da muss man das Ganze mit der Steuer klären und so weiter. Das ist alles eine ganz schöne Menge Arbeit. Das habe ich zweimal die Woche, nehme ich mir dafür Zeit. Am Dienstag habe ich mir oft noch die Zeit genommen für, also meistens mache ich es Dienstag so, dass ich dienstags gegen Mittag um 2 Uhr dann Feierabend mache, dass ich dann die Videos drehen kann, schneiden kann, rendern kann, hochladen kann. Jetzt war ja am Dienstag Feiertag, den habe ich total übersehen gehabt, das war voll krass. Aber ich bin früh aufgestanden und war sowieso völlig im Arsch, also das war heftig. Das war echt nicht cool. Und jetzt bin ich halt total im Sack. Ich weiß nicht, ob man es mitkriegt oder ob man es hört oder so, keine Ahnung. Aber mir geht es auf jeden Fall gerade echt dreckig. Ich habe mir vorhin Melatonin nochmal geholt, weil das alte, das war jetzt, das ist gestern Abend ausgegangen. Richtig beschissen. Und ja, muss ich jetzt dann gleich wieder nehmen. Das ist dann gleich die nächste Stunde rum.
Ja, ich danke euch auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Es tut mir echt leid. Vlogs werde ich auch keine mehr machen, bis ich wieder gesund bin, weil das lohnt sich einfach nicht. Das ist einfach so für den Arsch. Es tut mir echt leid. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.